Schönen guten Morgen. Oder ist ja egal. Naja, heute ist ja mal wieder ein wiederholter Tag unseres schönen Lebens auf Madeira. Die Schotten sind dicht. Naja, wir haben jetzt ein großes Problem. Und zwar, was? Wir müssen jetzt erstmal einkaufen gehen. Wir haben kein Scheißhauspapier mehr. Das ist wirklich sehr, sehr mager. Wir haben hier die ganzen Rollen. Und wir haben halt wirklich nur Teilrollen, also keine vollgefüllten Rollen bekommen. Und naja, jetzt müssen wir erst mal einkaufen und der Coronavirus, der breitet sich hier aus, beziehungsweise die Panik breitet sich aus. Und laut Unge ist ja hier ja, die Panik in vollem Gange. Also hoffen wir jetzt, dass wir noch irgendwas bekommen. Und gucken mal, wie das Ganze hier endet. Das ist traurig. Was mich aber in der Situation definitiv beruhigt, ist, dass egal wie es draußen ist, hier im Hotel ist auch cool. Das spritzt. So, jetzt geht's zum Shopping Center. Wir müssen jetzt mal gucken, was wir dort alles bekommen. Und wir werden euch auf jeden Fall berichten, wie es ausschaut, ob dann noch alles da ist oder ob das ausverkauft ist, ob das gehamstert ist, je nachdem. Und wie die Leute so ticken. Das würde mich auch mal interessieren, wie die abgehen, ob die alle so hysterisch sind wie in Deutschland oder ob die das gelassen nehmen. Ganz interessant eigentlich. Welcome to the mall. So, das ist übrigens der günstigste O-Saft der Welt. Warum? Ist einfach so. Ich gehe nicht weiter drauf ein. Dankeschön. So, Klopapier. Also es ist jetzt nie so voll, wie ich gedacht hätte. Also beim Unge sah das anders. Unge. Ui, dieser Körper. Der ist sehr unförmig. Ja. Nur von. Schieb ihn. Das sind ja die Leute, die nur rauskommen, wenn sie. Sie sind nicht wirklich schön, das möchte ich Ihnen mal sagen. Ja, wo geht's denn? Hey, wo ist denn jetzt hier? Ah ja. Hey, ist doch alles gefüllt? Was haben die denn? Das Günstige ist halt ausverkauft, ne? Aber das sind die Anfänge. So fängt's an. Wir nehmen einfach den 32er Family Pack und den Rest nehmen wir mit nach Hause. Das wiegt ja kaum was. Also wirklich jetzt? Deutsches Bäckereigut. Ist unscharf. Ah, jetzt. So, heute gibt es nochmal einen Kaffee von Bondi. Also ich mag eher so Blondies, aber Bondi, ja, der schmeckt tatsächlich. Und ich bin unter 5 Euro mit dem Einkauf gewesen. Also das ist sehr, sehr gut. Dann habe ich hier noch so zwei. Stell scharf. Also sieht auf jeden Fall schmackhaft aus. Ich glaube, das ist wie so ein Creme Brûlée-Verschnitt in so einem Schälchen. Und naja, Max hat dann halt den Standardbrei. Beziehungsweise halt mit wirklichem Fleisch, also so Schweinefleisch und sowas. Also das wäre was für mich heute gewesen. Ist sehr, sehr gut. Könnte auch Mensch sein. Ja. Aber die Mikrowelle ist immer noch da und keiner benutzt sie. Schön. Das nenne ich mal eine Baustelle. Die einen arbeiten. Knack, knack! Die nächste Mall ist erreicht. Es ist echt gruselig, dass es hier alles so zu hat. Also, das ist alles geschlossen. So was habe ich noch nie gesehen. Aber hier kann man Lego kaufen. Das ist ganz angenehm. Und Playmobil. Also wenn alle Hoffnung verloren ist, dann können wir hier wenigstens noch ein Lego-Set kaufen und es zusammen aufbauen. Ich hoffe, hier gibt es wenigstens irgendwo noch Postkarten für die letzte Kriegspost. Wahnsinn. Ja, wir waren jetzt in einem Briefpostkarten-Shop. Und da war eine freundliche, hübsche Dame, die nicht mit uns Kaffee trinken möchte. Also ihr wurde es vom Bürgermeister verboten, mit uns Kaffee zu trinken. Hat dann gesagt, alle, die heute ab 0 Uhr in Madeira anreisen, müssen 2 Wochen in Quarantäne. Deswegen haben wir nochmal Glück gehabt. Die Dame auch. Öl. Und einfach leer. Ich weiß nicht, was Girasol ist, aber das scheint keiner zu wollen. Es ist schon mystisch.
Und diese riesen Hunde vor der Beutel, das ist einfach nur schön. Hier geht's weiter. Ja, ein bisschen ist noch da. Es ist Wahnsinn. Könnt ihr euch nicht vorstellen, hier in dieser Gasse stinkt es so wieder nach Pferdescheiße. Und hier fliegen überall Mücken. Und genau gegenüber ist einfach eine die Tür zum Hausherrn. Das ist keine Polizei, das ist abgeriegelt von der Polizei. Ja. Ach Junge. Wahnsinn. Ich hab gerade hier übrigens hinuriniert. Hey. Um den Gestank noch ein bisschen zu bestärken. Ja, ganz angenehm. Das Stout von Coral schmeckt nach Scheiße. Korall. Hey, wir haben jetzt noch eine Shisha bekommen. Ein schöner Mojito wird noch getrunken. Wir auf Locker. Schieb mich, hast du den Weg Alarm. Wo war ich denn stehen geblieben? Ne, wir trinken jetzt auf jeden Fall einen schönen Mojito. Denn dieses der Veganer lässt sich nicht bringen. Und Junge. Der ist ja scheu. Diese Opticals. Wir waren jetzt noch mal ganz angenehm hier bei diesem kleinen, bei dieser Shisha-Lounge. Die ganze Pille Alge in sich rein. Und jetzt geht's noch mal zu McDonald's. Beziehungsweise ich möchte halt einfach mal gucken, ob die da auch hier irgendwelche Special Burger haben. Livestream noch zwischendrin, das war eigentlich sehr, sehr angenehm. Und es dämmert langsam. Also es war der erste Tag, an dem wir ein bisschen was gemacht haben. Schöner Benz. Und gucken mal, was der Abend noch so Schönes bringt. Auf jeden Fall nicht so lange wach bleiben diesmal, damit wir morgen wirklich mal früher aus den Federn rauskommen. Das wäre eigentlich ganz gut und halt wirklich mal die Seilbahn oder sowas mitmachen können, sofern die überhaupt offen hat. Und das wird sehr, sehr interessant. Korall! Das ist einfach so schön. Grüße gehen raus an SpongeBob. So, wir haben uns jetzt noch bei McDonald's eingefunden. Ich war sehr, sehr überzeugt eigentlich von diesem Produkt ursprünglich, aber da ist kaum Soße drauf und da ist sehr, sehr lieblos zusammen. Und das ist nicht mal Salat, das sind Salatfetzen, was hier drauf ist. Alter, Meckersau! Was? Das ist doch eher was. Die Tanze wird schon aus. Und die haben wir schon zum 42. Mal hier getroffen. Kann man so sagen. Ist einfach schön. Okay. Junge, da. Junge, alles Vollposten, hier ist alles zu. Der hat uns angelogen. Der hat uns einfach angelogen. Du Sau! Elendes Schwein. Lügner, da. Wie geht er einfach? Ja, klasse. Ja, top, Jungs. War ein schöner Abend. Immerhin hängen die an Feuerlöscher. Wir haben es jetzt kurz nach 9. Wir wollten jetzt gerade in die Spilo und Max? Er fragt, wie viel Uhr haben wir es? Es ist 1.38 Uhr, er sagt kurz nach 9. Warum kamen wir jetzt hier in die Spilo? Weil du deine Unterhose vergessen hast. Das ist dieselbe, die du oben am Lampenschirm zum Trocknen hast. Jetzt sind wir am Arsch, wir können nichts tun hier. Es hat alles zu, es ist alles zu. Pub. Aber der hatte auch zu. Nee, doch, unten an der Promenade, der Papp. Der hat da vor uns aber auch schon die Spiele hochgestellt. Das ist zum Kotzen. Das ist eine Krankheit, die einfach alles, die nimmt jegliche Lebensfreude. Dass selbst das Ding zu hat, dass man da nicht mal was trinken kann oder so. Das war das Allerletzte eigentlich. Es gibt hier nichts mehr, das kannst du vergessen. Wie spät haben wir es? Okay. Ist nicht irgendwas. Ich bin gerade von der Mauer hier runtergehüpft. Und hier in der Jackentasche, da habe ich meine Schlüssel drin, also von unserem Hotelzimmer. Und die sind einfach dabei rausgefallen. Noch ein einziges Mal essen. Was? Ich trinke nur Coca. Cola. Nochmal ein schöner Salat gegönnt und dann ist auch mal Schicht im Schacht. Ich finde es halt wirklich echt krass. Wir sind hier ja die ganze Zeit rumgelaufen und haben was nach was Essbarem und vor allem halt nach einem Bier geschaut. Aber es gibt halt wirklich nichts. Es ist alles geschlossen.
Das ist traurig. Ja, hast gut. Du die bestellt? Guten Hunger. Was ist das? Achso, Lasagne. Sieht aber nicht aus wie Lasagne, das sieht irgendwie geil aus. Das ist die schönste und bestriechendste Lasagne, die ich bisher gesehen habe. Das ist wirklich gut. Schmeckt auch hier in Portugal? Mhm. So, wir haben jetzt beide keine Bettdecken mehr. Und das ist irgendwie halt, also es war ein schöner Tag, aber irgendwie ist es ein unangenehmes Gefühl, was so im Kopf rumschwirrt. Herr Trautwein. Herr Truthahn. Ich erkenne das. Den Truthahn beim Friseur. Diese abgefuckte, ihr kennt vielleicht dieses Video, wo so ein beschissener Truthahn einfach beim Friseur ist, so mit so einem Kittel und das. Das ist, glaube ich, das Einzige, was die Stimmung aufheitert. Ja, nee, dem Truthahn geht es echt besser als uns. Morgen zum Beispiel, wir hatten jetzt noch zwei mit dem Auto und die fliegen jetzt halt demnächst. Die haben jetzt auch die Nacht durchgemacht und die berichten uns dann, ob die nach Hause kommen, aber wir haben halt diese Ungewissheit, ob wir nach Hause kommen oder nicht und das ist scheiße. Schieb mir eine Nights mehr ein. Guten 8i. Nee, jetzt haben wir noch 5 Euro. Wir waren heute nicht in der Spiele. Nein, aber nur weil die geschlossen sind. Ja, wir sind mehrmals an der Spiele vorbeigefahren, das ist ja das Traurige. Und jedes Mal war sie zu, so im Abschnitt von 10 Minuten. Dann waren wir noch an der Promenade gewesen und da waren solche, ich weiß nicht, wir standen so davor und. Ich habe einfach schon weit mehr als die Hälfte, ich habe fast 2/3 meines Urlaubsgeldes schon vernichtet, Alter, das kann nicht sein. Es ist traurig. Das ist geisteskrank. Naja, und an der Promenade und da standen wir so und haben da runtergeguckt und da ging ein Mann mit einer Tasche nach unten, dann hast du Frauen gehört und dann stand da so ein komischer Typ, so eine zwielichtige Gestalt, hat uns angegrinst und ganz, ganz schief geschielt und ach, alles komisch. Schiel mich an, du Schwein. Erzähl doch mal was Schönes. Wir haben heute so viel geile Sachen erlebt. Wir haben nichts Schönes erlebt. Ja und, dann denk dir doch was aus, meine Fresse. Denkst du, die Leute wollen jetzt nur hören, wie wir hier leiden? Ja, natürlich. Ne, verpiss dich doch mal, das ist immer zum Kotzen. Oh, hier ist ekelhaft die Klopapier. Wir haben heute Klopapier gekauft, das war ein Segen. Das Geschrei, ja. Komm, ich erhöhe. Ja, das Einzige, was so noch... Das ist das morgen weg. Das sind diese Dinger von Nestlé. Die Schokapik Breag Fast Cereale Bar. Dann natürlich wieder ein Brisa Apple. Dann von Nesquik, von Nestlé, auch ein Cereal Bar. Ah, und ja, halt so Grußkarten, Postkarten. Das war so das Einzige und wir hoffen, dass morgen die Seilbahn offen hat. Das wäre wirklich schön. Junge. Ich will hier rauspinkeln. Scheiße, das kotzt mir alles an hier, dieser Müll. Schönen guten Aquarius. Schönen guten Aquarius. Schönen guten Aquarius. Guten 8i.